Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, wir haben ein weiteres Replay vom Hütten. Der ist wieder mit seinem Leopard 2A5 unterwegs, den 2A4 und den 2K. Ich weiß nicht, wie sein Deck sonst noch aussieht. Wahrscheinlich irgendein Flugzeug, wahrscheinlich die Me-262C2, glaube ich. 2C oder so, wie sie heißt. Auf jeden Fall die letzte mit einem Hilfstriebwerk dabei. Und ja. Er macht 5 Kills wieder. Er macht eine, ich weiß gar nicht mehr, eine Abschusshilfe, glaube ich, war das. Und warte mal, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ah, den Kill wollte er sich holen, hat er nicht gekriegt. Sehr schade. Ich guck gerade, ob ich das hier irgendwo hab. Auf dem Handy. Nee. Also 5 Kills. Ich glaube 2 Abschusshilfen macht er auch wieder, aber keine Gebieteinnahme. Und er stirbt nur einmal. Irgendwie so war das. Genau, schon wieder ein Kill. Oder der erste. Sonst hatte er noch keinen. Mal schauen, wie es weitergeht. Da hinten war gerade eine Heli zu sehen. Habe ich die? Ja doch, ist richtig. Alles gut. Und ja, ich trinke jetzt erstmal was. Ich weiß, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, ich trinke lieber aus dem Glas. Aber bei kleinen Flaschen ist das in Ordnung, finde ich. Da sieht man ja, verdeckt das ja nicht alles. So, wo steht er überhaupt? Er ist in Sinai und er steht ganz außen am, ja, 7er Punkt, 7E. Da fahren meistens Panzer lang, nämlich hier vorne, entweder hier lang oder hier lang. Und meistens snipen sie dann da runter. Ja, da vorne ist auch schon der erste, T-64B, 1984. Ja. Ja nun, momentan muss Pütten ein bisschen warten, weil gibt halt wenig zu sehen hier. Der Punkt ist außerdem bei Asee, also ganz links. Es gibt noch einen Punkt. Das ist natürlich dann nochmal belastender. Sicher, die können dann da von der Position aus rüber snipen, aber so richtig gut ist das auch nicht. Mal die Autos platt, warum nicht? So, ich denke mal, er versucht jetzt gleich zu snipen. Gehe ich schon sehr stark von aus. Ich finde es immer noch geil, dass man von dem Panzerspawn, den man hier hat, auf den Heliport schießen kann. Also auf die Landebahn und so was. Kannst du schon vom Spawn aus den Kill kriegen. Das ist ein T-44-100. Eigentlich auch low. Was, der hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber Pütten sieht ihn nicht. Doch, jetzt hat er ihn, glaube ich, gesehen. Ja. T-44, denkt er sich jetzt wahrscheinlich auch, was hat der hier zu suchen. Sehr schön, den Panzer hat er. Da fliegen wieder die Raketen. Das Geräusch, das hört sich einfach an, als ob so ein Föhn vorbeifliegt. Ja, also das könnten sie wirklich nochmal verbessern. Da, wieder. Da fliegt der Föhn wieder lang.
Panzer da hinten ist ein leichter Panzer. Den kann Pütten aber noch nicht sehen. Er weiß aber, dass da einer steht. Jetzt ist natürlich wieder dieses Warten. Ist klar. Wir können ja mal kurz eine andere Posi uns anschauen. Er steht hier halt. Der kann halt alles überblicken jetzt, ne? Also hier kann keiner langfahren, die Linie. Da ist er eigentlich ganz safe. Nur das Problem ist, da passiert zu wenig. Ne? Ich sehe auch sonst keinen Panzer irgendwie. Ne, also da kann Pütten wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ja, wobei doch, er kommt langsam. Ja. Da war der Kill. Den hat er doch sehen können. Sehr schön auf jeden Fall. Ich beschleunige nochmal die Geschwindigkeit. Ja, nicht so schnell. Oh, den hat Pütten gesehen. Oder andersrum. Hat Pütten auch gekillt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ging gerade so schnell. Ja, er hat ihn auch gekillt. Okay. Und wieder unterhalten sie sich auf Russisch. Das ist meistens irgendwie der Fall. Gut, Pütten spielt auch auf russischen Servern, hat er gesagt. Das geht eigentlich vom Ping, hat er mir erzählt. Ich habe es auch schon ausprobiert und ich muss ihm zustimmen. Besser als ein Ami-Server da. So, den nächsten sieht er. Ne, der ist jetzt weggefahren, T-80U. Oh, sein Kollege ist rechts gestorben. Also wird gleich einer über die 7er Linie hinter ihm langfahren. MBT. Da, den muss er doch sehen. Oh, ja, okay. Oder hat sich erledigt. Der wurde gerade von dem anderen Kollegen da abgeschossen. Und da kommt der Föhn wieder. Das hört sich so geil an. Fliegt ein Föhn entlang. Ja, ist also sehr ruhig wieder. Ich mache sonst nochmal diese Ansicht. Kommt da einer? Oh, ein BTR, der kommt. Und, ja, noch nicht weg, aber ist so gut wie erledigt. Muss das Fahrwerk eigentlich treffen. Ansonsten wird das nichts. Oh, jetzt kommt noch so einer um die Ecke, ein Tunguska. Aber der ist jetzt auch erledigt. So, und den anderen müsste er sich jetzt auch holen. Ist er gemacht worden? Jo, er hat eine Abschusshilfe bekommen, der Pütten. Sehr schön. Jetzt rücken sie auch mal wieder weiter vor. Endlich. Und der A-Punkt wird eingenommen, das ist jetzt ganz schlecht. Fragt sich nur, was steht in A? Was hätten die denn noch? Okay, BMP, Leclerc, lol, die haben die Franzosen auch, Amis, M163 halt, T80U, T64, A1971, alles klar. Von wo kriegt jetzt unser Kollege hier auf die Schnauze? Von dem MBT, von den Amis. Ja, ein bisschen tiefer, dann passt das, 1200 Meter müsste das sein. Also ich sehe es ja auch, aber... Ja. Okay, das war irgendwie dann doch kein guter Treffer. Er hat nämlich diese Komponentenpanzerung getroffen. Der MBT ist übrigens doch der T80. Alle momentan unbekannt. Okay, da wurde einer
hier entdeckt. Ja, ob er, ja, er fährt Richtung Spawn. Ja gut, kann er ja machen. Ich würde mal interessieren, wer von beiden Ländern jetzt, von beiden Ländern, von beiden Teams verlieren wird. Der Feind hat noch 4 und ja, okay. C2B, die Version meinte ich eben. Heimatschützer 2. Raketenjagdpanzer 2 ist auch am Start, aber nicht, das ist leider der schlechte, nicht der gute. Die Raketen fliegen nämlich so arschlangsam. Der Hot gefällt mir da viel besser. Anderes, also er hat zum Beispiel dafür 2 Raketen, ne? Das hat der Hot ja nicht. Naja, das ist ja aber auch nicht schlimm. Ich mach nochmal ein bisschen schneller. Ja, der Leclerc kommt. Ne, jetzt fährt er wieder vor. Ja, hat er den Leo 2 A4 auch noch gemacht. Und das war's dann. Der Pütten setzt voll hinten in den Arsch rein. Sehr schön. Damit der 5. Kill, eine Abschlusshilfe jetzt. Und ja, viel wird sich da nicht mehr tun. Ich glaube, die verlieren das noch. Oh, ein MB. BMP, meine Güte. MBP. Ich habe irgendwie an MBP gedacht. Keine Ahnung. BMP hat ihn jetzt ausgeschaltet. Sehr schade. Ja, das wird Pütten auf jeden Fall verlieren. Wahrscheinlich verlässt er die Runde dann auch jetzt gleich. Oder spawnt er nochmal mit einem 2K. Die Möglichkeit hätte er. Ach Quatsch, oder mit dem 2A5. Ne, nochmal 2A5. 2A5 und 2A4, das sind auch 2 Werkspanzer. Sehr schön sehen sie aus. Ich glaube aber, er fährt nur noch durch die Gegend, oder? Da wird nicht mehr viel passieren. Ja, da wird nicht mehr viel passieren. Das ist gelaufen jetzt. Sehr schade. Hat der Pütten zwar verloren, aber nun, dann ist das auch mal so. Alter, wie dunkel ich gerade war. Ich habe immer noch ja das zugehangen, weil das ist ein bisschen blöd sonst. Auch wenn ich jetzt ein bisschen dunkler bin, ich könnte natürlich mein Handylicht einschalten und das hier so hinstellen, aber nee. Naja, ist ja auch egal. So, ja, Wüste von Sinai. Der Pütten hat halt eigentlich ganz gute Arbeit geleistet mit 5 Kills. 2. Platz ist in Ordnung. Und ja, besser kannst du auch nicht laufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao!